Hallo und herzlich willkommen hier bei Grolob und Gerst zum Crashkurs Fotografie. Es gibt zwei Neuigkeiten zum Crashkurs. Zum ersten Mal, es ist der erste Crashkurs, der ohne ein Schüler oder eine Schülerin hier vor der Kamera auskommt. Und zweitens, es ist der erste Crashkurs, wo das hier das erste und das letzte Mal ist, dass mein Gesicht zu sehen ist. Okay, es ist vielleicht noch öfter zu sehen, aber nicht mehr so frontal moderiert. Wir haben also was komplett Neues probiert beim Crashkurs Fotografie und haben damit probiert, die komplette gezielte Fotografie, also mehr als Automatikmodus, in 1,5 Stunden zu komprimieren. Eine Herausforderung, die uns hoffentlich geglückt ist. Wir waren dafür unzählige Tage hier im spanischen Süden aufgrund von Wetter und Motiven. Wir mussten ja extrem viel fotografieren und drehen, aber ich glaube, es ist was super Tolles rausgekommen. Ich möchte auch das Ganze nicht zu weit in die Länge ziehen. Viel Spaß beim Crashkurs Fotografie. Fotografie muss kein Hexenwerk sein. Das werden die nachfolgenden Minuten dieses Videotrainings zeigen. Fotografie ist aber auch mehr als eine Automatik, mehr als das Rumdrücken auf dem Handy und schnell mal knipsen, was vor die Linse kommt. Gute Fotografie beginnt im Kopf. Auf der einen Seite ist dort im Kopf die Leidenschaft, der Wille und Drang, etwas zu entdecken und etwas zu schaffen und für immer zu konservieren. Das ist übrigens, was viele großartige Fotografen antreibt. Auf der anderen Seite sollte dort aber Spaß am Drumherum sein. Fotografie dreht sich nämlich um mehr als nur um ein Foto. Man darf die Situation mehr genießen als das Foto hinterher. Das ist völlig legitim. Nein, es ist sogar perfekt. So muss es sein. Das ist der Grund, warum man um 4 Uhr in der Früh aufsteht und auf einen Sonnenaufgang hofft. Der ist manchmal schöner als das Foto und auch das ist pure Fotografie. So geht es uns selbst oft. Gute Fotografie hat auch etwas mit dem eigenen Anspruch zu tun. Dem Anspruch, etwas Neues zu schaffen und zwar möglichst perfekt. Nicht stundenlang hinterher in Photoshop Regler zu schieben, sondern Technik zu verstehen und Fotos direkt beim Fotografieren grandios aufzunehmen. Das sollte jedenfalls das Ziel sein. Knipserei ist das Fotografieren ohne Anspruch. Wer Fotografie einer Automatik überlässt, der wird niemals deren Wert erkennen und schätzen. Genug Prolog, los geht es mit den harten Fakten auf dem Weg zum tollen Fotografen oder zur tollen Fotografin. Es handelt sich bei einer Kamera um ein ganz rudimentäres System. Durch ein Loch, die Linsen vorne nennt man Objektiv, kommt Licht auf ein Aufnahmemedium. Früher war es eine Filmrolle, heutzutage ist es ein digitaler Sensor. Je mehr Licht auf den Sensor kommt, umso heller wird das Foto nachher dann werden. Entscheidend ist also auch die Helligkeit der Umgebung. So ein bisschen wie Sonnenbrand. Im Sommer zur Mittagszeit kann man eben nicht so lange in der Sonne stehen bleiben, wie wenn es denn bewölkt wäre. Beim Fotografieren braucht man nach Sonnenuntergang eben sehr lange, um genug Licht für ein Foto zu sammeln, weil es eben nicht mehr viel Licht gibt. Das wenige Licht muss man also sehr lange sammeln, damit es genug für das fertige Foto ist. Das ist die klassische Langzeitbelichtung. Daraus schließen wir, dass es 3 Dinge geben muss, die ein Foto ausmachen und jede moderne Digitalkamera hat. Das Loch, den Bildsensor und eine Art Stoppuhr für das Foto. Die Fachbegriffe für diese Einstellungen sind Blende, Sensorempfindlichkeit, kurz ISO oder ISO-Wert und die Belichtungszeit. Und da wären wir auch schon beim ersten gigantisch großen und gleichzeitig häufig gemachten Fehler, gerade in den ersten Momenten der Fotografie. Das Wort Blende ist falsch. Es gibt nämlich die Blende gar nicht. Das wird nur umgangssprachlich so gesagt. Es gibt dagegen 2 Dinge, die oft mit diesem Wort durcheinander gebracht werden. Die Blendenöffnung und den Blendenwert. Wir haben gerade also über was gesprochen? Richtig, die Blendenöffnung.
und diese wird ebenfalls landläufig einfach nur Blende abgekürzt. Behalten wir dieses kleine sprachliche doppelte Lottchen einfach mal im Hinterkopf. Die zweite Bedeutung, den sogenannten Blendenwert, erklären wir später. Kann man erstmal an dieser Stelle getrost vergessen. Zurück zur Belichtung. Die Belichtung wird also durch drei Dinge reguliert: das Loch, die Empfindlichkeit und die Belichtungszeit. Mit diesen drei Werten entscheiden wir, wie hell oder dunkel ein Bild werden soll. Belichte ich länger, dann wird mein Bild automatisch auch heller. Wenn ich die Empfindlichkeit des Sensors reduziere, dann wird das Bild auch dunkler. Mache ich das Loch größer, kommt mehr Licht hindurch und das macht das Bild ebenfalls wieder heller. Jede Kamera funktioniert so. Das Handy, die Kompaktkamera oder auch die große Systemkamera. Die Kameras unterscheiden sich meist nur im Können der jeweiligen Funktionen, wobei es noch eine grundlegende Unterscheidung heutzutage gibt. Es gibt die Spiegelreflexkameras und es gibt die spiegellosen Systemkameras. Für uns ist Gewicht ein oft entscheidendes Kriterium. Gerade auf Reisen können 2 bis 3 Kilo schon einen großen Unterschied machen. Dazu kommt, dass der Irrglaube, dass eine richtige Kamera groß und laut sein muss, weit verbreitet ist. Ach, und einen Spiegel muss eine richtige Kamera auch haben. Zweimal Blödsinn. Das war mal, und diesen Irrsinn versteht man, wenn man sich den Aufbau der Kameras mal genauer anschaut. Wie der Name schon sagt, besitzen DSLR, Abkürzung für digitale Spiegelreflexkameras, einen Spiegel. Durch das Objektiv fallen die Strahlen auf einen schräg angelegten Spiegel, der wirft die Strahlen hoch zum Sucher, wo die Strahlen abermals wieder über einen Spiegel durch den Sucher in das Auge reflektiert werden. Ziemlich viele Spiegel, oder? Wenn das Foto gemacht werden soll, dann klappt der Spiegel hoch und der darunterliegende Sensor kommt zum Vorschein. Das Foto wird aufgenommen und dann klappt der Spiegel danach wieder runter. Das ist übrigens auch der Grund, warum bei einer DSLR der Sucher während jeder Aufnahme kurzzeitig schwarz wird, der sogenannte Blackout. Anders bei den spiegellosen Systemen. Dort fällt das Licht direkt auf den Sensor und wird dort ständig verarbeitet und digital an das Display im Sucher abgegeben. Das Interessante ist also, dass bei einer DSLR der Spiegel nur dazu dient, dass der Fotograf etwas sehen kann. Für die eigentliche Aufnahme ist der Spiegel ja im Weg und wird hochgeklappt. Einer der Hauptgründe für eine spiegellose Systemkamera ist neben der Größenreduzierung die Direktheit der Aufnahme durch das Weglassen des eigentlich überflüssigen Spiegels. In jeder Sekunde der Aufnahme wird mir die Belichtung über das Display simuliert und ich sehe bereits vor der Aufnahme das Bild in digitaler Form sowie alle Einstellungen und Anpassungen. Das Extrembeispiel wäre dabei die Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich kann als Fotograf während der Aufnahme bereits Schwarz-Weiß sehen und so das Bild viel besser identifizieren, framen und auslösen. Generell bieten spiegellose Systemkameras gerade am Anfang eine steilere Lernkurve, weil das Feedback zum Fotografen deutlich direkter ist. What you see is what you get, sagt man dabei oft. Kommen wir zum Nerd Talk. Neben dem Spiegel gibt es noch den sogenannten Verschluss. Wenn man also beim Fotografieren selbst mit einer spiegellosen Systemkamera, die ja eigentlich keinen Spiegel hat, ein Geräusch hört, dann ist das nicht schlimm. Es ist der Verschluss in der mechanischen Variante. Der Verschluss steuert die Belichtung. Er startet und beendet die Belichtung. Das muss man sich wie einen horizontalen Vorhang vorstellen. Der Vorhang geht hoch, die Belichtung startet und dann schließt sich der Vorhang wieder, eben von der anderen Seite kommend, und beendet damit die Belichtung. Neben dem mechanischen Verschluss gibt es auch noch einen elektronischen Verschluss. Das muss man sich wirklich wie eine Stoppuhr im Sensor vorstellen. Es gibt kein sich bewegendes Teil mehr und die Aufnahme kann absolut geräuschlos erfolgen. Wer sich fragt, warum es 2 Verschlusstypen gibt, dem kann sehr stark vereinfacht an dieser frühen Stelle nur gesagt werden, dass es lange Zeit schwierig bis unmöglich war, einen Sensor digital, also in einem einzigen Moment auszulesen, und dass man die Trägheit der Mechanik gebraucht hat, um die Informationen Stück für Stück vom Sensor über den Grafikprozessor auf die Speicherkarte zu bekommen. Zurück zu den Kernelementen einer Kamera: Loch, Sensor und Zeit. Möchte man bei wenig Licht in der Dämmerung fotografieren, dann braucht man entweder A. eine lange Belichtungszeit, B.
eine hohe Empfindlichkeit des Sensors, C, eine große Öffnung, damit viel Licht auf den Sensor fällt, oder D, zwei davon oder alle drei zusammen. Wenn wir jetzt noch verstehen, wie genau die drei Elemente funktionieren, dann verstehen wir immer weiter und weiter unsere Kamera und das ist dann der Schlüssel für wirklich außergewöhnliche Fotos. Die Blendenöffnung ist das Loch. Je größer das Loch ist, umso mehr Licht kommt durch. Grundsätzlich sehr einfach. Wenn wir uns die Blendenöffnung genauer ansehen, dann erkennen wir die sogenannten Blendenlamellen. Die braucht ein Objektiv, um sich an die Helligkeit anpassen zu können und nicht immer gleich weit zu sein. Das entspricht unserem Auge. Die Pupille schließt sich bei hellem Sonnenlicht auch und öffnet sich bei Dunkelheit. Die Lamellen sorgen dafür, dass bei Schließung des Loches das Loch weiterhin annähernd rund bleibt. Das Loch kann fast komplett zusammengefahren werden. Dann spricht man als Fotograf von die Blende schließen. Je kleiner das Loch ist, umso weniger Licht kommt durch. Mit dem Loch hängt neben der sogenannten Lichtstärke auch die sogenannte Freistellung bzw. Hintergrundunschärfe zusammen. Schauen wir uns mal zwei Fotos an. Einmal sieht man, wie der Hintergrund erkennbar ist. Beim anderen Foto erkennt man, dass der Hintergrund verschwommen ist. Man erkennt nicht viel vom Hintergrund. Das nennt sich Unschärfe und es ist ein Effekt der großen Blendenöffnung. Freistellung bedeutet, dass ich damit das Motiv vom Hintergrund separiere. Freistelle eben. Gerade in der Porträtfotografie ist dieser Effekt übrigens sehr beliebt, um die Person noch mehr hervorzuheben. Den Effekt der Unschärfe im Hintergrund erkennen wir am besten an einer Skizze der Lichtstrahlen. Da haben wir links das Motiv, dann in der Mitte das Objektiv und rechts daneben wird das Bild aufgenommen, die sogenannte Sensorebene. Von unseren Skizzen zu den Strahlengängen übrigens nicht verwirren lassen. Wir vereinfachen die Erklärungen oft sehr deutlich, um nicht unnötig Verwirrung zu stiften. In der Realität werden zum Beispiel nahe Motive, in dem Fall die gelbe Blume, nach hinten projiziert und ferne Motive, der grüne Baum, landen vor dem Sensor. Angenommen, ich würde auf die rote Person fokussieren. Zudem steht alles noch auf dem Kopf, links wird rechts und oben wird unten. Die Verwirrung wäre perfekt. Und genau das wollen wir vermeiden. Die Lichtstrahlen kommen vom Motiv, gehen durch die Linse und treffen sich wieder im Brennpunkt, gehen aber hinter dem Brennpunkt natürlich weiter auseinander. Wer das noch nicht genau verstanden hat, kein Problem. Ein Beispiel aus der Realität wird die Verwirrung lüften. Wenn wir eine Lupe im Abstand der Brennweite, darauf gehen wir später noch genauer ein, über einen Stein halten, dann können wir das Licht der Lupe auf genau einen Punkt fokussieren. Das wäre sozusagen der Bereich der Schärfe, der Brennpunkt. Wenn wir jetzt aber die Lupe näher oder ferner weghalten, dann entsteht ein Kreis, ein sogenannter Streukreis. Das Licht wird vor und hinter der Schärfeebene eben gestreut. Das ist die Unschärfe. Wenn wir uns jetzt die Lupe in der Horizontalen angucken und dazu die Fotokamera, dann verstehen wir auch, warum vor und hinter dem fokussierten Punkt Unschärfe entsteht. Die Streukreise erzeugen daher auch sogenannte Bokeh-Punkte. Das ist Fachchinesisch für Bobbles. Diesen Effekt kann man am besten mit Lichtquellen in der Nacht erkennen. Jeder Bokeh-Punkt ist ein Streukreis der Lichtquelle. Aber auch am Tag kann man diesen Effekt dann eben in etwas schwächerer Form auf vielen Fotos erkennen. Die runden Effekte haben auch etwas mit der Blendenöffnung zu tun. Schauen wir uns einmal an, was mit den Strahlen passiert,
wenn die Öffnung verkleinert wird. Wenn wir wieder unsere Strahlen verfolgen, vom Motiv über das Objektiv nach hinten in die Kamera auf den Sensor, dann sehen wir, dass auch die Streukreise verkleinert werden. Der Effekt wird also geringer, je kleiner die Blendenöffnung wird. Umgekehrt, je größer die Blendenöffnung, umso stärker die Streukreise und damit die Freistellung. Die Freistellung hat auch etwas mit der Nähe des fokussierten Objekts zu tun. Ein Fotograf spricht dabei vom Abbildungsmaßstab. Gehe ich mit der Kamera sehr nah ran, dann vergrößert dies die Unschärfe im Hintergrund enorm. Ein nahes Objekt hat viel steilere Winkel und das treibt auch die Winkel hinter der Linse, hinter dem Brennpunkt auseinander. Die Streukreise werden damit riesig. Den Effekt können wir uns mit einer Schere verdeutlichen. Je näher ich an das Motiv rangehe, umso mehr geht die Schere auf. Im sogenannten Nahbereich erzeugt sogar ein Handy natürliche Streukreise. Es gibt immer nur eine Ebene im Bild, die überhaupt scharf ist. Und die vergrößert sich nicht, auch wenn das so manch ein Fotograf glaubt. Dazu ein Foto. Darauf kann man einen bestimmten Bereich als scharf erkennen. Das täuscht aber. Die besagte Schärfeebene liegt nur einmal quer durch das Bild und man muss sich diese Ebene wie eine Art Scheibe durch den Raum vorstellen, und zwar parallel zum Sensor. Sofort dahinter und auch davor kommt jeweils die Unschärfe. Das ist eben wie bei der Lupe. Dort muss man auch den Abstand perfekt treffen. Zu nah oder zu weit und schon sind wir im Streukreis. Wir Fotografen sprechen aber oft von einem Bereich der Schärfe. Das ist falsch. Viele Fotografen wissen es nicht einmal. Es entsteht in einem Foto nämlich lediglich der Eindruck, als ob ein Bereich scharf wäre, obwohl es in Wirklichkeit immer nur eine Ebene im Bild ist. Sehr vereinfacht erklärt kann man es an zwei Beispielen verstehen. Erstens, wenn ich die Lupe fast perfekt scharf habe, dann sehe ich das nur, wenn ich ganz nah rangehe. Je weiter ich weggehe, umso schärfer wirkt selbst das leicht Unscharfe. Zweites, konkreteres Beispiel. Eine tolle Landschaft sieht unsere Kamera da. Nicht? Großartiges Foto wird das geben. Ja, sicher. Bloß gucken wir uns das Foto in der 100% Ansicht an. Es wurde gerade nur in 25% der Größe gezeigt. Dann erkennen wir sofort, dass es nicht perfekt scharf war. Dieser Effekt ist der Grund dafür, dass wir denken, dass es einen Bereich im Bild gäbe, der scharf ist. Es hängt nämlich damit zusammen, ob die Kamera die Unschärfe überhaupt aufzeichnen kann. Schauen wir uns nochmal die Skizze mit den geschlossenen Blenden genauer an. Wie wir erkennen können, ändert das Schließen der Blende nichts an irgendeinem Bereich der Schärfe. Es gibt immer nur einen Brennpunkt. Dahinter und davor ist sofort die jeweilige Unschärfe, egal bei welcher Blende. Ein sehr interessanter Effekt, bei dem man unter 90% aller Fotografen wirklich punkten kann. Denn die wissen davon nichts. Zurück zum Wesentlichen. Bei der Blendenöffnung existiert noch eine absolute Falschmeinung unter vielen Fotografen. Und zwar, dass die Blendenöffnung für die Lichtmenge, die durchkommt, verantwortlich wäre. Also zum Beispiel, dass ein Objektiv A bei gleichen Werten identisch mit einem anderen Objektiv B belichtet. Klar, steht ja auch dasselbe drauf, oder? Das ist aber falsch. Und dass die sogenannte Blendenzahl etwas mit der Lichtleistung zu tun hat, ist eben nur die halbe Wahrheit. Denn das Loch ist noch lange kein Indiz dafür, wie viel Durchfluss existiert. Nehmen wir das Beispiel mit einem schönen spanischen Wein. Der Flaschenhals ist immer gleich groß. Es kann aber mehr oder weniger Wein hindurchkommen, je nachdem, ob ich etwas vor die Öffnung halte oder sogar den Korken auf die Flasche packe und gar kein Wein mehr durchkommt. Es ist also nicht eine Frage der Öffnung, sondern vielmehr der Durchlässigkeit. Das merken wir uns einfach für ein paar Sekunden. Wenn wir uns ein Objektiv angucken, dann können wir erkennen, dass es als Beschriftung auf dem Objektiv ein 1 zu x steht. Zum Beispiel ein 1 zu 2,8 oder ein 1 zu 1,2. Es steht also dort ein Verhältnis drauf. Sehr reduziert ausgedrückt handelt es sich dabei um ein Verhältnis aus Brennweite und Blendenöffnung jeweils in Millimeter. Also ein 50 mm Objektiv mit einer 50 mm Öffnung hätte das Verhältnis 1 zu 1.
In der Produktbeschreibung oder als Fotograf würde man dazu F1 sagen. Man lässt das Verhältnis weg, kürzt die Blendenöffnung vom englischen Focal Ratio mit F ab. Das Problem ist jetzt, dass diese Zahl eine pure mathematische Berechnung ist und man dabei aus den Augen verliert, dass das Glas nicht zu 100% durchsichtig ist. Wenn ich zum Beispiel ein Objektiv, welches teilweise aus 20 oder mehr Glaselementen zusammengesetzt wurde, mit Sonnenbrillenglas bauen würde, dann wäre die Blendenöffnung natürlich identisch. Durch eine Sonnenbrille kommt aber viel weniger Licht als durch normales Fensterglas. Und damit hätten wir schon wieder einen riesigen Schritt gemacht. Wir wissen jetzt, dass die Blendenöffnung wichtig ist, aber noch lange nichts über das Licht aussagen muss, was durchkommt. In der Fachsprache nutzt man übrigens für die Öffnung das Wort Apertur und für die Durchlässigkeit den Transmissionsfaktor. Erst der Transmissionswert eines Objektives kalkuliert den Lichtverlust des Objektives selbst mit ein. Das Letzte, was wir zur Blendenöffnung wissen müssen, ist, wie sich die eben bereits genannte Zahl ergibt. Nein, eigentlich nicht. Natürlich hat das was mit Mathematik, Flächenberechnung, Radius und Quadrat zu tun. Für uns Fotografen ist das aber eher unrelevant. Wir müssen uns nur Folgendes merken. Je kleiner die Zahl, umso weiter offen ist das Loch. F1.4 ist also mörderoffen. Je kleiner die Zahl, umso mehr Licht lasse ich auf den Sensor und umso größer wird die Unschärfe bzw. die Freistellung. Der aufmerksame Zuschauer hat sicherlich die komischen Zahlen bereits bemerkt. F2.8, F1.4. Woher kommt das und warum nicht einfach 1, 2, 3, 4, 5? Der Grund ist auch wieder in der Mathematik zu finden. Ich würde raten, es sich einfach einmal anzuschauen und danach sich nicht mehr davon beeindrucken zu lassen und es ruhig wieder zu vergessen. Ein Objektiv ist im Prinzip von vorne nichts anderes als ein Kreis mit einem Flächeninhalt A und einem Radius R. Der Flächeninhalt berechnet sich über A gleich Pi mal R². Wie viel größer muss jetzt R werden, damit die Fläche des Kreises doppelt so groß wird? Mit ein bisschen Umformen, Mathematik hier, Kalkulieren da, Mathematik dort, ergibt sich, dass der Radius im Faktor der Wurzel aus 2, also genau 1,4, größer werden muss, um einen doppelt so großen Kreis zu bekommen. Möchte man also doppelt so viel Licht auf den Sensor bekommen, dann braucht man einen Radius, der um genau diesen Faktor größer wird. Und genau diese Wurzel aus 2 steckt in dieser Blendenreihe drin, bei der sich mit jedem Schritt die Fläche verdoppelt, also die Lichtmenge sich ebenfalls verdoppelt. F1.0 mal Wurzel 2 aus 2 ergibt F1.4. F1.4 mal Wurzel aus 2 ergibt F2. Und 2 mal Wurzel aus 2 ergibt F2.8. F2.8 mal Wurzel aus 2 ergibt F4. Und so weiter und so fort. Wichtig sind und bleiben aber trotzdem nur beide oben genannten Aussagen. In der Praxis ist die Relevanz der Blendenzahl viel weniger ausschlaggebend, als Fotografen oftmals denken. Immer dran denken, es kommt auf das Ergebnis an, nicht auf eine Zahl. Der ISO-Wert einer Kamera ist verbunden mit dem Bildaufnahmesensor. So heißt das Herz einer jeden Kamera. Wo früher die Filmrolle war, ist heute dieses kleine Ding. Ein Sensor besteht aus vielen kleinen sogenannten Pixeln. Das kann man sich vorstellen ähnlich der Mini-Kacheln in unserem Pool. Bloß, dass jeder Sensor aus einigen Millionen kleiner Pixel besteht. Die Empfindlichkeit des Sensors,
früher des Films, ist sehr einfach erklärt und eigentlich relativ wenig relevant in der Fotografie. ISO 100 ist weniger als ISO 200, und zwar um die Hälfte. Klingt logisch, ist es auch. Damit ist nämlich der Sensor halb so empfindlich, das gleiche Licht erzeugt bei ISO 200 also einen doppelt so hellen Ergebniswert und damit ein doppelt so helles Bild wie bei ISO 100. Der nächste Schritt wäre dann also ISO 400. Wenn man an der Fotokamera auch mal ISO 125 oder ISO 320 entdeckt, dann hat man die sogenannten Zwischenschritte gefunden. Das sind einfach nur weitere Feinabstufungen zwischen den bloßen Verdoppelungen der Kernwerte. Der ISO-Wert ist nur unter einem Aspekt relevant. Je höher der Wert, desto schlechter gibt der Sensor das Foto wieder. Erst kommt Grisseln, dann kommen Farbstiche und dann wird das Bild flau. Schauen wir uns doch mal ein Video mit hoher ISO-Einstellung von 12.800 an. Dann sehen wir sofort das Bildrauschen. Das kommt übrigens am extremsten in den dunklen Bereichen zum Vorschein. In hellen Bereichen ist es weniger erkennbar. Sowohl das Grisseln als auch der generelle Farbstich nennt man Rauschen. Diese Effekte nennt man einmal Luminanzrauschen und einmal Farbrauschen. Rauschen ist sehr einfach mit einem Beispiel aus der Musik zu erklären. Sicherlich hat jeder schon mal probiert, sein Handy oder MP3-Player an eine Musikanlage anzuschließen. Wenn man dabei das Handy sehr leise eingestellt hat, dann muss man die Musikanlage hochdrehen und plötzlich knistert und rauscht es gewaltig. Die Musikanlage verstärkt Störgeräusche genauso wie die sehr leise Musik. Und weil die Ausgangssignale so schwach sind, wird eben sehr viel Blödsinn mitverstärkt. So oder so ähnlich kann man sich das auch mit Sensoren vorstellen. Dreht man die Empfindlichkeit künstlich nach oben, verstärkt man sowohl gute Signale als auch böse Signale. Und bei einem Bildsensor sind böse Signale eben Pixelchen, die ein bisschen durchdrehen. Der Sensor gibt also irgendwann sowohl die Helligkeiten als auch die Farben nicht mehr neutral wieder und das ist nicht gut. Bilder mit einem zu hohen ISO-Wert ergeben keine schöne Wiedergabe des Motivs. Oft kann man Bilder zwar nachträglich noch entrauschen, der digitalen Hilfe sind aber auch Grenzen gesetzt. Je mehr man Bilder entrauscht, umso weniger scharf und umso weniger Details kann man erkennen. Daher muss jeder Fotograf für sich selbst entscheiden, was zu hoch ist und was noch okay ist. Das ist Definitionssache oder eben auch sehr Kamera- bzw. sensorabhängig. Je teurer und moderner der Sensor ist, umso weniger finden sich diese Negativeffekte in den Bildern wieder. Gerade beim ISO-Wert gilt aber, lieber ein verrauschtes Bild als gar kein Foto. Schließlich fotografiert niemand absichtlich mit einem hohen ISO-Wert, sondern nur, wenn es eben gar nicht anders geht. Wie zum Beispiel bei Dämmerung oder bei einer Party. Die bessere Möglichkeit könnte trotzdem sein, das Stativ herauszuholen und eine Langzeitbelichtung zu machen. Ein kurzer Ausflug in die Thematik der Sensorgröße muss einfach sein. Ein Thema, was gerade unter Fotografen zu sehr hitzigen Diskussionen führt. Kurz gefasst, es gibt heutzutage verschiedene Sensorgrößen. Jede Größe hat ihre Vor- und Nachteile. Lange Zeit, heute ist diese Regel nicht mehr so gültig, war es so, dass man größere Sensoren leichter und besser produzieren konnte und größere Sensoren bessere Bildergebnisse lieferten. Heute wäre das so pauschal zu behaupten einfach nicht richtig. Es kommt eben mal wieder auf die Verwendung an. Große Sensoren können zum Beispiel zu viel Hitze produzieren und wenn diese Hitze nicht abgeleitet werden kann, dann verliert das Bild an Qualität. Oder die Kamera verweigert ihren Dienst. Oder die Datenverarbeitung ist einfach zu langsam und zu träge.
Besonders relevant ist aber für die meisten Fotografen die Baugröße der Kamera und der Objektive. Je kleiner der Sensor, umso kleiner alles drumherum. Ein Handy hat ein relativ gutes Objektiv in der Größe eines Stecknadelkopfes. Warum? Weil der Sensor so winzig ist. Es gibt 5 relevante Sensorgrößen in der Fotografie. Kleinbild oder auch Vollformat, das APS-C-Format, das MFT-Format, Sensoren für Kompaktkameras haben oft ein eigenes Format und dann gibt es noch die ganz kleinen Handysensoren. Die landläufige Meinung ist, dass nur ein Kleinbildsensor ein richtiges Foto machen kann, was durch die eigentümliche Bezeichnung Vollformat, was irgendwie auch vollwertig suggeriert, nur noch bestärkt wird. Es ist vielmals ein Ziel vieler Fotografen, eine Kamera mit einem Vollformatsensor zu bekommen. Die beste Kamera ist aber immer diejenige, die man dabei hat. Nochmal ein blöder Vergleich. Formel 1 Autos fahren übrigens mit einem Vierzylindermotor und es gibt genügend Autofanatiker, die sicherlich behaupten, dass man für ein richtig schnelles Rennen einen V8 braucht. Pauschalisierungen sind immer falsch. Gerade auf Reisen oder in der Landschaftsfotografie hat man in dem Rucksack gerne mal 4 bis 5 unterschiedliche Linsen samt Zubehör. Da kann eine kleine Kamera manchmal wichtiger sein als ein großer Sensor. Dafür aber nur 1 oder 2 Objektive dabei zu haben. Ein großer Sensor kann viele Vorteile bieten, er kann aber auch viele Nachteile mit sich bringen. Das kleinste Mysterium an der Kamera ist die Belichtungszeit. Ähnlich einer Stoppuhr wird eben die Menge an Licht zeitlich dosiert. Früher hatte man wirklich mit einer Uhr gemessen und den Auslöser so lange gehalten, bis die Belichtungszeit abgelaufen war. Wenn die Sonne knallt, braucht man dafür eben heutzutage weniger als einen Bruchteil einer Sekunde, während man nachts vielleicht sogar mehrere Sekunden lang das Bild belichten muss. Belichtungszeiten bei Fotokameras können sich extrem unterscheiden. Es gibt Fotos, die werden 15 Sekunden lang belichtet und andere Fotos werden wiederum nur mit einer 1/8000stel Sekunde belichtet, also eine Sekunde in 8000 Teile zerschnitten. Das ist verdammt kurz. Dabei erkennen wir bereits einen sehr verwirrenden Punkt. Die Kamera stellt keine Brüche dar, sondern zeigt nur eine Zahl. 125 bedeutet eine 125stel Sekunde. 1 mit 2 Gänsefüßchen steht für eine Sekunde, während aber 4 für eine Viertelsekunde steht und 4 mit 2 Gänsefüßchen für 4 Sekunden. Absolut verwirrend, wenn man das nicht gewohnt ist, weil plötzlich 125 mehr als 250 ist. Es geht gleich weiter mit unserem Crashkurs Fotografie. Ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz auf unseren Blog und auf unseren Store hinweisen. Wir haben ganz viele Beiträge zum Lesen oder auch zum Angucken in Videoform auf unserem Blog oder auf unserem YouTube-Kanal. Und das Ganze können wir auch nur machen, weil wir hin und wieder mal eine DVD oder ein Download-Training zu einem etwas spezielleren Thema verkaufen über unseren Store. Also, wer jetzt nach diesem oder während des Crashkurses Fotografie süchtig geworden ist und mehr wissen will über Fotografie, auch vielleicht spezieller und tiefer in ein Thema eintauchen möchte, der wird fündig auf unserem Store. So, jetzt aber weiter mit Fotografie lernen im Crashkurs Fotografie. Mit der Belichtungszeit steuert man nicht nur die Helligkeit, sondern eben auch die Dynamik. Dynamik bedeutet in dem Fall Bewegung. Bewegung kann gewünscht oder unerwünscht sein. Gucken wir uns einfach mal ein Negativbeispiel an, das Verwackeln. Es ist dunkel und ich fotografiere aus der Hand eine ebenfalls dunkle Szene. Das Bild wird aber nicht scharf dargestellt. Warum? Weil sich während meiner Belichtungszeit die Kamera bewegt und damit das Bild verwackelt aufgenommen wird.
Selbst wenn man den Auslöser drückt und nur ein kurzes Mini-Klicken hört, Verwacklungen können auch in für uns Menschen sehr kurzen Zeiten auftreten. Das hat mit dem Geräusch wirklich erstmal nichts zu tun. Daher auch mal einen rudimentären Tipp. Beim Fotografieren immer stehen bleiben und beide Arme, auch im Hochformat, möglichst an den Körper anlegen. Solche Kleinigkeiten sind oftmals auch der Grund, warum viele Handyaufnahmen verwackelt werden, mit großen Kameras aber nicht. Schaut man durch den Sucher einer Kamera, dann nutzt man eine sogenannte Drei-Punkt-Stabilisierung. Arm, Arm und Kopf. Zurück zur Bewegung. Der Dynamikeffekt einer längeren Belichtung wäre zum Beispiel dann positiv, wenn ich eine Straßenszene aufnehme und absichtlich länger belichte. So lange, dass die Personen oder die Autos auf dem Foto verschwommen aufgenommen werden. Die Häuser und die Umgebung aber nicht. Plötzlich habe ich einen positiven Effekt von Bewegung und Dynamik im Bild. Da gibt es übrigens viele weitere schöne Fotos, die vom Effekt einer Teilbewegung profitieren. Teilbewegung deshalb, weil es einen Unterschied macht, ob das gesamte Foto einfach verschwommen ist oder eben nur Bereiche, die sich im wahren Leben auch de facto wirklich bewegen. Fotografiere ich nämlich aus dem Auto heraus und nutze zum Beispiel eine längere Belichtungszeit, dann entsteht ein Fahreffekt, weil die Seiten förmlich aus dem Bild herausfliegen. Nutze ich diese Technik verbunden mit Wasser, so entsteht ein schöner Waschwischeffekt. Man sieht das Wasser eben als lebendiges Element, so wie es in Wirklichkeit ist. Treibe ich diesen Effekt auf die Spitze, dann entsteht aus dem Wasser eine Art Nebel. Warum? Weil die Belichtungszeit so lang ist, dass die weißen Gischtspitzen des Wassers an tausenden Stellen aufgenommen werden und damit eine Art weißen Nebel bilden. Wasser einfach so normal und scharf fotografiert, hat oft einen eher negativen Effekt im Foto. Es lenkt durch die starke Textur eher ab und transportiert auch nicht die wirkliche Stimmung einer tosenden Brandung. Schauen wir uns doch einige Fotos mal genauer an und achten dabei gezielt auf die Belichtungszeiten. Verschmierte Bewegungen von Menschen oder Autos bekommt man schon bei einer 1/30 Sekunde Belichtungszeit. Da fängt auch das Wasser an, normal zu verschmieren. Wobei halt, man darf einen Faktor in der gesamten Gleichung niemals vergessen, die relative Bewegungsgeschwindigkeit des Motivs. Dafür zwei Beispiele. Eine Welle, die meine Füße am Strand umspült, bewegt sich gar nicht mal so schnell, braucht aber nah aufgenommen eine relativ kurze Belichtungszeit, um scharf wiedergegeben zu werden. Ein Flugzeug fliegt rasend schnell durch die Luft, ist aber so weit weg, dass selbst eine relativ lange Belichtungszeit ausreicht, um das Flugzeug scharf zu bekommen. Beide Bewegungen sind komplett verschieden. Es hängt also damit zusammen, wie sich das Motiv relativ zum Foto bewegt. Flitzt es durch das Bild oder steht das Objekt trotz einer Fluggeschwindigkeit von 800 km förmlich in der Luft? Wasser ist also auch nicht gleich Wasser. Die Brandungsaufnahme wurde mit einer Belichtungszeit von 10 Sekunden herum aufgenommen. Je mehr Sekunden, umso flächiger wird der Nebel. Eine sehr deutliche Wassernebelbelichtung entsteht zum Beispiel bei 30 Sekunden Belichtungszeit oder gar einer Minute. So lange Aufnahmen gelingen dann nur noch vom Stativ oder mit einem festen Untergrund für die Kamera. Der Klassiker für viele Reisefotografen ist der alte und gut gediente Bodensack unter der Kamera. Damit gelingen selbst lange Belichtungszeiten ohne Verwacklung und der Bodensack kann fast überall positioniert werden. Wichtiger Tipp: Selbst das Drücken des Auslösers bewegt die Kamera etwas. Mehr, als so mancher Fotograf denkt. Daher besser die Kamera-App oder einen Fernauslöser nutzen. Wenn es doch der Auslöser an der Kamera sein muss, dann wenigstens einen Timer nutzen. Damit sollte die Kamera wieder aufgehört haben zu vibrieren, wenn zum Beispiel nach 10 Sekunden die Belichtung beginnt. An dieser Stelle muss ich leider etwas vorweggreifen im Thema. Ich möchte nämlich eine alte Binsenweisheit zum Thema Belichtungszeit aufgreifen. Und dabei wird von der Brennweite gesprochen. Damit ist das Objektiv gemeint. Das Thema Brennweite sprechen wir nachher noch ausführlich an. Trotzdem muss ich das Thema ankratzen, um eine heutzutage eher unglückliche Faustformel zu erklären. Die besagt nämlich, dass man mindestens mit dem Kehrwert der Brennweite fotografieren sollte. Also bei einem 50mm Objektiv sollte man mit nicht unter einer 1/50 Sekunde belichten. Diese Aussage ist denkbar gefährlich,
Denn die Regel kommt aus den Urzeiten der Fotografie. So viel Technik wie heute gab es da noch gar nicht und ein möglicher Bildstabilisator wurde in diese Regel auch nicht eingearbeitet. Sonst müsste die Regel ungefähr so lauten. 1 durch Brennweite, durch 3 oder durch 4, manchmal auch durch 5. Je nachdem, wie gut der Stabi eben funktioniert. Wir merken, eine Regel, die keine Regel ist, ist eine denkbar schlechte Regel. Die nachfolgende Aufnahme wurde zum Beispiel bei 800 mm Brennweite, aber nur mit einer Belichtungszeit von 1/80 gemacht. An dieser Stelle daher eine kleine Tabelle an groben Richtwerten. 1/60 kann man für gewöhnlich noch einigermaßen aus der Hand fotografieren und führt bei gewöhnlichen menschlichen Bewegungen trotzdem noch zu scharfen Ergebnissen. 1/125 ist eine relativ sichere Zeit, um Menschen mit der natürlichen Körperbewegung selbst im unruhigen Stehen noch scharf zu fotografieren. 1/500 friert Wasser, Laufen, Rennen für gewöhnlich scharf im Moment ein. Selbst eine schnelle Brandung wird eingefroren. Eine 1/2000 ist ein unglaublich sicherer Wert für fast alle Bewegungen. Was gilt also für uns Fotografen? Je kürzer, umso sicherer. Probieren geht über Studieren und Üben, Üben, Üben. Denn mit Können und moderner Technik gelingen dann sogar 1 bis 2 Sekunden lange Belichtungen aus freier Hand. Zum dritten Punkt ein Beispiel. Dieses Foto wurde ohne Stativ aus der Hand aufgenommen. Durch Stabilisierung im Objektiv und in der Kamera und durch eine einigermaßen ruhige Haltung beim Fotografieren ist eine Aufnahme entstanden, von denen Fotografen vor 10 Jahren einfach nur träumen durften. Niemals sollten wir aber als vierten, zusätzlichen Punkt vergessen, dass gerade längere Belichtungszeiten fotografisch viel interessanter sein können, als nur scharfe Fotos zu machen. Noch ein bisschen Nerd-Talk gefällig? Ein Stabilisator ist eine Art Gegenbewegung in Kamera oder Objektiv. Schwenkt die Kamera also nach oben, so versucht der Stabi, das ist die Abkürzung für Stabilisator, die Bewegung aufzufangen und gegenzusteuern. Es gibt eine Stabilisierung im Objektiv und in der Kamera. Jede Variante hat Vor- bzw. Nachteile. Am besten hat man daher beide Stabilisierungsarten zusammen. Der Bildstabilisator hilft übrigens ausschließlich bei Bewegungen der Kamera selbst, also Zittern oder Verreißen der Kamera. Das bedeutet aber, dass ich trotz eines Bildstabilisators vielleicht eine 1/500 Sekunde brauche, weil ich zum Beispiel eine sehr schnelle Bewegung einfrieren möchte. Zurück zum Wesentlichen. An dieser Stelle wissen wir alles über die 3 Einstellungsmöglichkeiten an jeder Fotokamera dieses Planetens. Mit 3 Werten wird jedes Foto belichtet. Das gilt für das Handy genauso wie für die große Kamera. Fragt sich bloß, wie unterscheiden sich dann folglich Kameras? Durch die Zutaten, könnte man sagen. Ein besserer Sensor erzeugt zum Beispiel mehr Hitze und Hitze muss abgeleitet werden. Das wird im Handy eben sehr schwierig, weil auch das Display total viel Hitze erzeugt. Also nimmt man eine Nummer kleiner. Und das macht sich im Rauschen bemerkbar. Nur so als Beispiel. Natürlich kann aber auch in einer teuren Kompaktkamera bessere Einzelteile verbaut sein als in einer größeren, günstigeren Kamera. Das hängt eben alles auch sehr viel vom Preis der eigentlichen Kamerafunktion ab. Eine gute Kamera muss aber mehr haben als nur einen guten Sensor. Sie muss auf das Fotografieren ausgelegt sein, sei es in puncto Bedienbarkeit, der Ergonomie oder in einzelnen Spezialfunktionen. Besonders wichtig an einer Kamera ist der Sucher. Das ist das Ding zum Durchgucken. Vielerorts sieht man Touristen mit zugekniffenen Augen beim Fotografieren auf ihr Handy starren. Und die beschweren sich dann nachher über ein schlecht belichtetes Foto. Ist ja auch klar, weil man mit zugekniffenen Augen im Gegenlicht halt auch nicht wirklich das Foto erkennen kann. Der Sucher kann sowohl bei Dunkelheit als auch bei Helligkeit ein nicht von der Außenhelligkeit beeinflusstes Foto darstellen. Er ist neutral an jedem Ort der Welt und unabhängig von der Außenhelligkeit. Zurück zur Blende ISO-Zeit. Bei jedem Foto müssen diese 3 Werte eingestellt werden. Beim Handy geht das meist im Hintergrund ab und wir tippen nur wild auf dem Display herum, so lange, bis uns das Bild gefällt. Das ist eine ziemlich effektive Trial-and-Error-Methode, kann aber nicht das Ende der Weisheit sein.
Das Problem mit der Kamera-macht-alles-Methode ist schlichtweg, dass die Kamera gar nicht weiß, was da eigentlich fotografiert wird und dadurch Probleme gerade erst entstehen. Zum Beispiel, wenn Bewegung fotografiert werden soll. Wie funktioniert also die Belichtung durch die Kamera und warum sollten wir alle nur in einer Art und Weise fotografieren, dem M-Modus? Das ist eine Frage des Kameramodus. Die Kameramodi sind die verschiedenen Arbeitsgrundeinstellungen der Kamera. Da wären die bekanntesten PASM. Ausgeschrieben heißen diese Modi Programmautomatik, Aperture Priority, Speed Priority und der manuelle Modus. Aperture und Speed stehen dabei für das Loch und die Belichtungszeit. Daneben gibt es bei vielen Kameras noch Szenenmodi. Das sind spezielle Grundeinstellungen für sehr spezielle Themen. Also die konkrete Szene. Da gibt es zum Beispiel Porträt oder auch Sport. Das sind aber alles vollautomatische Modi. An dieser Stelle könnte man eigentlich die Bedeutung jedes einzelnen Modus erklären. Tun wir aber nicht, denn das wäre zu viel. Überforderung ist genauso schlecht wie Unwissenheit. Es geht vielmehr um das Verständnis der Kameramodi selbst. Mit jeder Automatik wird immer auch viel Blödsinn passieren. Der Grund dafür ist, dass die Kamera zwar eine Art Auge hat, aber eben kein menschliches Gehirn. Schauen wir uns das doch direkt mal am Beispiel an. Wir gehen zum Fotografieren an den Lavastrand und lichten feuchte Steine am Wasser ab. Die Steine sind dunkelschwarz. Die Kamera denkt jetzt, das ist aber sehr dunkel da draußen und versucht das Bild natürlich heller zu belichten. Woher soll die Kamera auch wissen, dass es schwarze Steine sind, die ich fotografiere? Könnte ja auch einfach nur ein dunkles Licht sein. Das Bild wird also in jeder Automatik wie werden? Ja, deutlich zu hell. Fotografieren wir jetzt absichtlich die weiße Gischt, dann denkt die Kamera plötzlich umgekehrt und vermutet einfach zu viel Licht. Dass Gischt aber einfach weiß ist und weiß sein muss, das versteht die Kamera nicht. Also, wie wird das Bild? Richtig, viel zu dunkel, gräulich. Am besten sieht man das, wenn man in einem Automatikmodi die Kamera einfach mal von dunklen Bildinhalten zu hellen Bildinhalten schwenkt. Und wieder zurück und wieder vor und wieder zurück. Wir sehen, jedes Mal verändert sich die Belichtung und nicht wirklich ins Positive. Für unsere geografischen Breiten sinnvollere Bildbeispiele wären dann der Schnee oder eben die schwarze Katze. Egal wie das Motiv aber ausschaut und was fotografiert wird, der Fehler bleibt der gleiche. Die Kamera macht aus einer schwarzen Katze eine graue Katze und aus dem schönen weißen Schnee wird grauer Matsch. Um wirklich schön und ästhetisch zu belichten, braucht es einfach einen Menschen. Jede Voll- oder Halbautomatik jeder Kamera dieser Welt hat dieses Problem. Die Kamera weiß einfach nicht, was genau da fotografiert wird und kann daher die Belichtung nur auf einen mathematischen Wert ziehen. Das mag oft passen, aber eben nicht immer. Und kreativ ist es auch nicht. Immer wenn ich die Kamera entscheiden lasse, versucht diese nämlich ein 18%iges Grau daraus zu machen. Was genau ist ein 18%iges Grau, fragt man sich da. Schauen wir uns einfach mal ein mit der Kamera belichtetes Foto an. Wir zerstückeln das Foto beispielsweise in 7x5 Felder. 35 Felder. Aus diesen 35 Feldern ziehen wir die Farbe heraus, machen es schwarz-weiß und gucken uns damit nur die sogenannten Luminanzen an.
die Helligkeiten. Jetzt wird jedes Feld in der Helligkeit gemittelt. Und diese Helligkeitsinformation muss dann weiter im Mittel der 35 Felder 18% grau ergeben. Sprich, ein helles Feld vom Himmel muss irgendwo ausgeglichen werden durch ein dunkles Feld vom Boden. Habe ich zu viele dunkle Felder, wie beim Beispiel mit den Steinen, dann werden einfach alle Felder heller gemacht. So lange, bis der Durchschnitt 18% ist. 18%iges Grau bedeutet, dass 18% des auffallenden Lichtes zurückreflektiert werden. Kommen wir nochmal zu ein bisschen Nerd Talk. Der 18% Grauwert hat übrigens mathematische und reale Gründe. 17,68% sind im Zonensystem des berühmten Fotografen Ansel Adams die Mitte und andererseits entspricht es auch dem neutralen Sehen des Menschen. Da ist voll weiß, dann gibt es auch voll schwarz und das ist eben dieses 18%ige Grau. Um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es dann auch noch die verschiedenen Messmodi an der Kamera. Da wären zum Beispiel Mehrfeldmessung, Integral oder auch die Spotmessung. Andere Kameras können dabei andere Namen benutzen. Diese Messmodi definieren den Bereich der 18%-Messung. Mehrfeld war zum Beispiel das mit den 35 Messfeldern und bei Spot misst die Kamera nur in einem winzigen Feld die Helligkeit, alles andere wird komplett ignoriert. Hoffentlich merkt man jetzt direkt, dass wir über das Ziel hinausschießen. Wir haben drei Werte, Blende, ISO und Zeit. Und um diese Werte von der Kamera automatisch einstellen zu lassen, benötigen wir scheinbar verschiedene Messmodi und dann auch sogenannte Belichtungskorrekturen. Und dann wird alles nur um einen 18%igen Neutralgrauwert herumgeschoben. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Bei unseren Steinen würde ich also der Kamera über die sogenannte Belichtungskorrektur an der sogenannten Belichtungswaage eine gezielte Minusbelichtung vorgeben. Ich teile der Kamera folglich mit, dass ich ein dunkles Motiv fotografieren möchte und ich es absichtlich dunkel halten möchte. Das macht doch alles keinen Sinn. Anstatt direkt drei Werte einzustellen, ärgere ich mich mit Automatiken, Messfeldern und Belichtungswagen umher und habe im Ergebnis immer noch eine gewisse Unsicherheit und Toleranz. Fotografiere ich verschiedene Fotos am Strand, werden verschiedene Belichtungen das Ergebnis sein. Nehme ich mehr Himmel aufs Foto, dann wird die Kameraautomatik dunkler belichten. Kommt mehr Stein ins Foto, dann zieht die Kameraautomatik die Belichtung hoch. Die Kamera ist einfach nur ein Computer und tut das, was sie soll. Sie kann niemals so kreativ sein wie ein Fotograf. Es ist und bleibt ein Roboter. Daher auch der manuelle Modus. Er mutet am Anfang viel gefährlicher an, aber in Wirklichkeit ist es die einfachere und sichere Methode. Ich überlege mir als Fotograf meine wichtigste Einstellung, sei es die Blende für den Bildlook, damit ist die Unschärfe gemeint, oder die Belichtungszeit für eventuelle Bewegungen oder die Dynamik. Dann stelle ich die jeweils restlichen Werte gezielt ein. Bei einer Langzeitbelichtung stelle ich erst die Belichtungszeit auf zum Beispiel 10 Sekunden und danach kommen, als logische Konsequenz, ISO und Blende. Nun mag der geneigte Zuhörer sich sofort fragen, wie man die beiden letzten Werte findet. Die Antwort wird mit der Frage nach der richtigen Belichtung beantwortet. Alle drei Einstellmöglichkeiten der Kamera, also ISO, Blende und Zeit, hängen zusammen. Eine Belichtung ist sozusagen die richtige Mischung. Als Fotograf kann ich länger belichten und dafür das Loch kleiner machen.
ich habe trotzdem das identische Ergebnis. Jedenfalls was die Lichtmenge betrifft. Benutze ich die Kamera in einer Halbautomatik und schließe zum Beispiel die Blende, dann werde ich bemerken, wie die Kameraautomatik die Belichtungszeit länger und länger werden lässt. Die Lichtmenge, die auf den Sensor trifft, bleibt also jedenfalls immer gleich. Ich könnte aber auch die ISO-Empfindlichkeit des Sensors hochfahren und dafür kürzer belichten. Natürlich muss ich das als Fotograf nicht einfach auf gut Glück machen. Es gibt einen gemeinsamen Wert. Der sogenannte Blendenschritt entspricht einer Lichtempfindlichkeitsstufe des Sensors. Hä? Jetzt ist die Verwirrung aber sicherlich komplett, oder? Es gibt also das Wort Blendenöffnung und jetzt gibt es ein weiteres Wort, das lautet Blendenschritt. Beide Worte werden abgekürzt von uns Fotografen wiedergegeben und übrig bleibt in beiden Fällen das Wort Blende. Das führt zu viel Verwirrung. Genau daher kommen viele Probleme in der Fotografie und das ist ein Grund, warum viele Fotografen dann doch lieber die Automatik nutzen und darauf vertrauen. Eigentlich ist es aber ganz einfach. Beispiel gefällig? Dieses Foto ist ziemlich hell. Manch ein Fotograf würde sagen, das Bild wäre zum Beispiel eine Blende überbelichtet. Damit meint er aber nicht zwangsweise das Loch, sondern generell die Lichtmenge auf dem Foto. Er möchte das Bild folglich einen Blendenschritt dunkler belichten lassen und das kann er über die drei Werte der Kamera machen. Blende, ISO und Zeit, wir erinnern uns. Wobei hier Blende für was steht? Richtig, für die Blendenöffnung. Er kann also die Blendenöffnung um einen Blendenschritt schließen. Manch ein Fotograf würde sagen, mach die Blende eine Blende zu. Chaos pur. Nur weil wir Deutschen blöde abkürzen. Im Englischen übrigens heißen beide Dinge unterschiedlich. Einmal haben wir das Wort Aperture und dann haben wir das Wort F-Stop. Bei uns beides mal Blende. Ich würde jetzt gerne direkt erklären, wie man Blende, ISO und Zeit einstellt. Um das Thema Belichtung aber wirklich zu erklären, muss vorab das Thema JPEG und RAW angesprochen werden. Zu oft wird die Belichtung nämlich nachträglich in einer digitalen Dunkelkammer entschieden und nicht an der Kamera beim eigentlichen Fotografieren. Oftmals mit der eher fadenscheinigen Ausrede, dass es besser mit mehr Ruhe und genauer gehen würde. Diese Denkweise kommt allerdings noch aus Urzeiten der Fotografie. Heutzutage mit dem Sucher verbauten organischen LED-Displays, die mit ihren Megapixel-Auflösungen das Bild besser darstellen als so manches Handy, mancher Computer oder die meisten Fernseher, auf denen die Fotos dann final wiedergegeben werden, ist diese Herangehensweise schlichtweg falsch. Klären wir aber erstmal, was JPEG und RAW bedeutet, bevor wir über deren Einsatz sprechen. Ein Sensor ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ein Sensor sieht nicht alle Farben, sondern er rechnet sich die meisten. Genau wie das menschliche Auge mit seinen Stäbchen und Zäpfchen. Dort wird das Bild auch über Helligkeitsinformationen und Farbinformationen vom Gehirn errechnet. Wenn man sich einen solchen Sensor genauer anguckt, und in unserem Fall das sogenannte Bayer-Pattern, dann sieht man, dass die Farben auch gar nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern dass gewisse Farben häufiger vorkommen als andere Farben. Da fragt man sich logischerweise, wie ein Sensor dann überhaupt gelb sehen kann. Die Antwort ist simpel. Je nachdem, wie sich die Farben mischen, ergeben sich alle anderen Farben des Regenbogens. Gelb ist zum Beispiel rot und grün zusammen.
Der Sensor produziert gar kein ansehnliches Foto, sondern erst der Bildprozessor. Das ist quasi der Computer im Sensor. Der erzeugt das normale Foto, wie wir es kennen. Die Daten direkt vom Sensor nennt man daher auch RAW-Daten. Und diese Rohdaten benötigen eine spezielle Software, um überhaupt angeschaut bzw. gedruckt oder auch versendet zu werden. RAW-Fotos sind eigentlich gar keine Fotos, wie wir sie kennen. Um zu vermeiden, dass man immer und ständig eine extra Software braucht, nur um den Blödsinn vom Sensor ansehnlich zu machen, kann die Kamera die Fotos auch in einem anderen Dateiformat abspeichern. Das sogenannte JPEG ist ein Format, welches von der Kamera selbst digital ausbelichtet wird. Wie unterscheiden sich jetzt aber RAW- und JPEG-Formate? Der große Unterschied zwischen beiden Formaten ist die Möglichkeit, nachträglich Bilder zu verändern. So können zum Beispiel sehr helle oder sehr dunkle Stellen im Bild besser verändert werden in der RAW-Version. Schauen wir uns dazu mal einen Vergleich an. Auf der rechten Seite befindet sich das JPEG, links die RAW-Datei. Wenn man das Bild jetzt stark abdunkelt, dann erkennt man, dass die Wolken beim RAW-Bild plötzlich erkennbar werden. Beim JPEG-Bild sind diese nicht mehr so stark zu sehen. Übrigens, die Kante zwischen dem Übergang aus wirklichem Weiß und noch etwas Grautönen, das nennt man Tonwertabrisse. Denn dort hört es auf, dass die Kamera noch irgendwas erkennen kann. Ich weiß, ist gerade sicherlich super spannend. Geht auch gleich weiter mit unserem Crashkurs Fotografie. Ich wollte an der Stelle nur ganz kurz darauf hinweisen, dass wir noch a. einen Blog haben und b. einen Store. Die ganzen Inhalte, die es im Blog kostenlos gibt, sei es jetzt Text oder Video, die sind auch nur deswegen möglich, weil der ein oder andere Fotograf dann doch bei uns im Store zuschlägt. Dort finden sich ganz viel weiterführendes Material, Videos, Tutorial. Man muss sagen, sie sind ein bisschen speziellerer Natur, kümmern sich meistens um die Porträtfotografie, also Ausleuchtung und so weiter und so fort. Aber wer jetzt ein bisschen Interesse an Fotografie geschnuppert hat, der darf gerne mal dort nachgucken, ob für ihn was dabei ist. Ich wünsche viel Spaß jetzt mit den weiteren Minuten hier im Crashkurs Fotografie. Noch stärker ist der Unterschied beim Thema Weißabgleich, auf den wir nachher noch genauer eingehen. Das JPEG-Foto kann farblich sehr viel weniger verändert werden. Schauen wir uns dazu einen Vergleich an. Wir können am Vergleich erkennen, dass das JPEG sehr komische Farben bekommt, wenn man den Weißabgleich stark verändert. Ganz im Gegenteil zur RAW-Datei. Diese ganze Rumschieberei kann aber nie ein Ziel oder eine Lösung sein. Ziel von uns muss es immer sein, direkt in der Kamera ein perfektes Foto zu produzieren. Nehmen wir dazu als Beispiel dieses Video. Wir haben sämtliche Szenen mit einer Panasonic-Fotokamera gefilmt, ohne RAW-Funktion, sondern sozusagen vergleichbar mit dem JPEG-Foto. Alle Aufnahmen müssen einfach perfekt aufgenommen werden, selbst in schwierigen Situationen. Und das ist eben genau das Ziel. Tolle, grandiose Stimmungen erzeugen, ohne stundenlanges Bearbeiten am Computer. Und so ganz muss man auf die Bildbearbeitung auch in der Kamera nicht verzichten. Die Kamera kann eben nicht nur einfach ein Foto abspeichern, sondern die Bearbeitung beim Speichern kann angepasst und individualisiert werden. Das sind die sogenannten Bildstile. Meistens gibt es Bildstile für verschiedene Motive. So verstärkt die Kamera im Landschaftsmodus grün und blau im Foto. Das gibt sattere Wiesen und schönere Himmel. Es gibt oft einen farbstärkeren Modus, perfekt zum Beispiel für einen Sonnenuntergang mit ganz viel Farbe. Oder auch Blumen. Diese verschiedenen Bildstile können aber zusätzlich noch weiter angepasst werden. Besonders wichtig ist dabei der Kontrast, die Sättigung und die Bildschärfe. Kontrast macht das Bild knackiger und eben mehr hell-dunkel. Sättigung runterzuregeln kann manchmal total toll sein. Oft stört zu viel Farbe einfach nur den Betrachter. Besonders eingesetzt werden sollten die Kurvenfunktionen der Kamera. Dort können Kontraste genauer und feiner gesteuert werden, und zwar über die Lichter und die Tiefen getrennt. Die Lichter, das sind sozusagen die 50% hellen Pixel und die Tiefen die restlichen 50% auf der dunklen Seite. Beide Bereiche können einzeln heller oder dunkler gemacht werden. Bewegt man den Bereich der Linie nach oben, so werden die Bildinhalte heller. Bewegt man den jeweiligen Bereich nach unten, so werden die Bildinhalte dunkler. Möchte man den Kontrast verstärken,
so müssen die hellen Stellen heller und die dunklen Stellen dunkler gemacht werden. Soll das Foto flauer und kontrastarmer werden, dann genau umgekehrt. Damit erreicht man perfekte Ergebnisse direkt in der Kamera, weil einzelne Motive individuell angepasst aufgenommen werden. Die jeweiligen Einstellungen betreffen übrigens niemals die Rohdatei. RAW bleibt RAW und wird niemals verändert. Es ändert nur, wie das JPEG-Foto in der Kamera abgespeichert wird. Mit den Bildstilen kann man übrigens richtig grandiose Fotos direkt in der Kamera erzeugen. Der Vorteil daran ist, dass man direkt weniger Fehler akzeptiert und auch lernt, viel genauer am Bild zu arbeiten, weil man den Anspruch hat, direkt ein tolles Foto zu haben, ohne nachher noch Stunden vor dem Rechner zu sitzen. Die Zeit kann man viel sinnvoller, zum Beispiel mit dem Fotografieren, nutzen. Je mehr man direkt in der Kamera bearbeitet, umso mehr lernt man Details überhaupt erst zu erkennen. Es ist ein Trugschluss, dass man behauptet, am Computer hinterher hätte man mehr Möglichkeiten, das Bild zu verändern. Beim Fotografieren selbst kann ich viel, viel mehr ändern und variieren, wenn ich denn lerne zu sehen. Noch eine weitere Kleinigkeit: Mit fertigen Bildern direkt in der Kamera kann man die Fotos direkt auf das Handy übertragen und dann seinen Freunden und Verwandten schicken. Viel effizienter und viel schöner. Um das Thema der richtigen Belichtung schwirren viele Mysterien und als Einsteiger in die Fotografie wird man an jeder Front verwirrt. Das größte Problem ist die Sprache selbst. Viele Fotografen denken, dass wenn man ein Bild belichtet, es richtig oder falsch geben würde. Warum ich das so sage? Das erklärt sich schon an der Wortwahl. Es gibt unter Fotografen nämlich das Wort überbelichtet und das Wort unterbelichtet. Es könnte ja auch hell und dunkel lauten. Nein. Über, also viel, oder unter, also zu wenig, sind die benutzten Wörter. Das zeigt vieles. Und dann gibt es noch einige Warnfunktionen. Warnfunktionen an Kameras? Warnen? Vor was? Vor einem hellen Bild? Aber was ist, wenn es hell einfach am besten ausschaut? Und wenn ich als Fotograf ein helles Bild haben möchte? Und genau diesen Fehler sollte man nicht machen. Fotografie ist Stimmung, Fotografie ist das Leben und die Fotografie ist die Kunst, mehr daraus zu machen. Jedenfalls als generelle Regeln taugen solche Aussagen rein gar nichts. Manche Fotos sehen erst wegen der Unterbelichtung grandios aus, manche Fotos leben von einer sehr hellen, überbelichteten Stimmung. Schauen wir uns die Fotos nochmal genauer an und achten dabei auf die Skala der Kamera. Laut der Kamera wäre dieses Foto viel zu dunkel und das nächste Foto wäre vollkommen überbelichtet. Auch die Kamera-Warnfunktion zeigt ein wildes Bitte-so-nicht an. Aber betrachtet man beide Fotos ganz gezielt, dann erkennt man, wie falsch die Automatik liegt und wie richtig und perfekt die Fotos gemacht wurden. Und warum kann das die Kamera direkt nicht auch so machen? Da wären wir wieder bei den Automatikprogrammen der Kamera und deren 18% Neutralgraubelichtung. Die Kamera hat einfach keinen Geschmack. Und das zeichnet eigentlich einen Fotografen aus. Wir Menschen entscheiden, wie wir das Foto gestalten. Auch hier verweise ich auf unsere Videoaufnahmen. Die zeigen deutlich, wie schön falsch sein kann. Gerade zum Beispiel im Gegenlicht oder mit einer untergehenden Sonne ist eine Unterbelichtung oder auch eine Überbelichtung einfach wunderschön. Deshalb bitte nicht so sehr auf die Warnfunktion der Kamera achten. Weder auf das wilde Blinken noch auf das Histogramm. Es zählen nicht irgendwelche Tabellen, es zählt das Ergebnis. Ich selbst empfehle übrigens, möglichst viele Werte auszublenden und sich das fertige Foto konzentriert anzuschauen.
Gerade mit einem digitalen Sucher lässt sich das fertige Bild ja schon vorab erkennen und eventuelle Anpassungen können direkt gemacht werden. Am besten ohne Ablenkung und irgendwelches Zahlenkuddelmuddel auf dem Bildschirm. Es ist auch nichts Verwerfliches dabei, sich eine Situation einfach mal in dunkel, neutral und in hell anzuschauen und dann einfach vor Ort zu entscheiden, welche Variante am besten ausschaut. Übrigens ist ein digitaler Sucher einer spiegellosen Systemkamera gerade in solchen Situationen besonders wichtig, wenn man einen unverfälschten Blick auf das Foto braucht. Zum Beispiel bei starker Sonne oder im direkten Gegenlicht. Da sieht man sonst auf dem Display gar nichts. Nochmal ein bisschen Nerd-Talk, nicht wahr? Das sogenannte Histogramm ist eine grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung aller Helligkeitswerte jedes einzelnen Pixels des Fotos. Im Beispiel ist das deutlich einfacher zu verstehen als in der technischen Definition. Jedes Pixel hat einen bestimmten Helligkeitswert und das Histogramm zeigt auf einer Skala von 0 bis 255 jedes Pixel an. Übrigens, selbst wenn man in RAW fotografiert, zeigt das Histogramm nur die Pixels des JPEGs. Selbst wenn man gar kein JPEG aktiviert hat. Im RAW selbst ist ein kleines JPEG sozusagen reingepackt. Es gibt also nur diese 255 Helligkeitswerte und je mehr Pixel einer bestimmten Helligkeit ich habe, umso höher wächst die Säule dort an. Haben wir zum Beispiel sehr viel Weiß im Foto, dann zeigt das Histogramm auch auf der rechten Seite einen großen Berg an. Verändern wir die Helligkeit des gesamten Fotos, so verschiebt sich auch das gesamte Histogramm. Das Histogramm kann dazu dienen, die Helligkeiten im Bild grafisch anzeigen zu lassen, ist aber gerade insoweit gefährlich, als dass es vom Foto ablenkt. Viele Fotografen machen den Fehler und achten zu sehr auf das Histogramm, versuchen weder links noch rechts an den Rand zu belichten. Und vergessen dabei, dass der Job ein tolles Foto und nicht ein schönes Histogramm ist. Besonders wichtig in der Fotografie ist die Fähigkeit, Licht zu sehen und Licht zu nutzen. Das Thema Licht ist natürlich ein Fass ohne Boden. Trotzdem soll es an dieser Stelle angesprochen werden, wenn auch nur knapp. Die Macht des Lichts zu erkennen ist am besten an einem einfachen Beispiel möglich. Ein Motiv wurde aus verschiedenen Winkeln mit Licht angestrahlt und abfotografiert. Anhand der Ergebnisse kann man die unterschiedliche Wirkung ein und derselben Lichtquelle am identischen Motiv gut erkennen. Fangen wir an. Das Licht kommt erstmal direkt von vorne. Jetzt wurde das Licht seitlicher gesetzt. Erst leicht schräg von vorne, als nächstes dann direkt von der Seite. Nun bewegt sich das Licht hinter die Dose. Und als letztes wird das Licht genau von oben positioniert. Wir können anhand der Fotos erkennen, wie das gleiche Motiv völlig unterschiedlich wirkt. Das Licht von vorne nenne ich gerne Zeigelicht, weil es das Objekt zeigt. Das Licht von hinten nenne ich persönlich Szenenlicht, weil es das Objekt im Dunkeln lässt, aber die gesamte Szenerie einem tollen Charakter verleiht. Das Licht von der Seite ist das 3D-Licht, weil es moduliert und eine Plastizität im Bild erzeugt. Licht kann wahnsinnig viel an einem Foto verändern und die Wirkung eines Bildes komplett manipulieren. Das Licht direkt von oben haben wir zum Beispiel mal über eine Pflanze gehalten und siehe da, das Ergebnis besticht mit einer grandiosen Stimmung. So haben wir eine Pflanze sicherlich noch nicht gesehen. Wir haben aber weder etwas an der Kameratechnik, am Objektiv noch am Motiv angerührt. Nur das Licht wurde eben verändert. Welche grundlegenden Regeln können wir dadurch ableiten? Erstens,
Möchte ich etwas zeigen, zum Beispiel einem Menschen, dann sollte ich mit dem Licht fotografieren. Zweitens, möchte ich modulieren und eine Plastizität, zum Beispiel von Steinen, erreichen, dann sollte ich seitlich zum Licht fotografieren. Und letztens, möchte ich eine Szene und eine Stimmung einfangen, dann immer gegen das Licht fotografieren, egal wie hell oder krass die Sonne scheint. Das ist übrigens auch der Grund, warum die meisten Landschaftsaufnahmen im Gegenlicht am schönsten wirken. Es zeigt eben die gesamte Stimmung und Szene am schönsten. Und das ist ja bei der Landschaftsfotografie oft am wichtigsten. Zum Thema Licht gibt es noch viel mehr zu lernen, aber vorerst kann man mit diesen drei einfachen Denksätzen wirklich tolle Fotos entstehen lassen. Man muss sich eben nur vorher gezielt fragen, was man mit dem Foto eigentlich ausdrücken bzw. zeigen möchte. Ein Foto sollte möglichst auch scharf sein. Jedenfalls dort, wo man es als Fotograf oder Fotografin auch scharf haben möchte. Schärfe ist nichts anderes als Kontrast. Und Kontrast bedeutet Unterschied. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Wir haben eine weiße und eine schwarze Fläche. Wenn das Foto scharf ist, dann ist die Kante zwischen beiden Flächen hart und abgegrenzt. Wird das Bild unscharf, so verschwimmt die Linie. Schärfe ist also nichts anderes als eine Form von Kontrast. Meistens sind es eben Mikrokontraste. Feine Strukturen sind nämlich, wenn man ganz nah rangeht, auch nur große Flächen mit einer scharfen Abgrenzung dazwischen. Schauen wir uns nochmal die Lichtstrahlen quer durch ein Objektiv in die Kamera genauer an. Da haben wir zum Beispiel das Motiv, eine Blume, vor einer Wand. Die Strahlen der Blume werden hinter dem Objektiv auf eine Schärfeebene geworfen. Die Strahlen der Wand dringen natürlich mit einem anderen Winkel in das Objektiv und werden auch unter einem anderen Winkel wieder ausgeworfen. Auf der Höhe des Sensors haben wir unseren Streukreis. Wenn ich als Fotograf jetzt auf die Wand scharf stellen möchte, dann habe ich wenige Möglichkeiten. Ich könnte das Objektiv einfach weiter weghalten vom Sensor. Oder ich könnte einfach näher ran an die Wand. Da sind aber beides keine Optionen für uns Fotografen. Daher werden Objektive so konstruiert, dass man deren Brennweite fokussieren kann. Die Linsen im Objektiv verschieben sich und können sich damit auf die jeweilige Entfernung anpassen. Dabei gibt es Sammellinsen oder Zerstreuungslinsen. Und ein Objektiv besteht dabei immer aus einem kompletten System verschiedener Linsenelemente. Teilweise 10, teilweise auch 20. Dieser Verschiebemechanismus der einzelnen Linsenelemente im Objektiv wird gesteuert über Sensorik in der Kamera. Die Autofokus-Sensorik kann entweder ein wirklicher Sensor oder eben der Bildsensor der Kamera sein. Also der gleiche Sensor, der dann auch das Bild aufnimmt. Eine spiegellose Systemkamera oder eine Spiegelreflexkamera im Live-View-Modus versucht also ständig, die Strahlen auf die Sensorebene zu bündeln. Nicht dahinter, noch davor, und zwar genau an der auf dem Bild ausgewählten und gewünschten Stelle. Ein Teil der Strahlen landet zwar zwangsweise dahinter oder eben auch davor, wichtig ist nur die für den Autofokus ausgewählte Stelle im Foto. Autofokus kürzt man übrigens gerne mit AF ab. Die ausgewählte Stelle für den jeweiligen Autofokus nennt man Fokusbereich. Es gibt in jeder Kamera verschiedene Einstellungen für den Autofokus. Die verbreitetsten sind AFS und AFC, beziehungsweise oft noch ein dritter Modus, eine Mischung aus beiden. S steht dabei für Single und C für Continuous. Damit ist das Verhalten gemeint.
Bei AFS fokussiert die Kamera beim halben Durchdrücken des Auslösers das gewünschte Motiv an und hält so lange die Entfernung, bis entweder neu fokussiert oder eben das Foto gemacht wird. Beim AFC-Modus verfolgt die Kamera das Motiv und versucht auch eine Änderung der Entfernung direkt zu kompensieren. Halte ich also meine Hand vor die Kamera und nähere die Hand näher an die Kamera an oder entferne ich die Hand, dann folgt im AFC-Modus der Fokus der Entfernung der Hand. Der AFC-Modus ist natürlich bei bewegten Motiven zu empfehlen. Man muss aber versuchen, das Motiv immer auch genau mit dem aktivierten Fokuspunkt zu treffen. Moderne Kameras verfügen über Sondermodi wie zum Beispiel das AF-Tracking. Dabei wird der Punkt quer durch das Bild verfolgt und der Fotograf kann sich damit besser auf das richtige Framing konzentrieren. Als Fotograf sollte man sich den Fokuspunkt gezielt wählen, entweder über die Touch-Funktion oder über den Joystick der Kamera. Damit kann ein Feld im Foto ganz gezielt ausgewählt werden. Man kann das Feld größer oder auch kleiner machen. Weiß man, dass das Motiv sich bewegt, dann ist der AFC-Modus deutlich geeigneter als der AFS-Modus. Denn der AFC-Modus kann perfekt mit der Serienbildaufnahme kombiniert werden. Kameras mit der Möglichkeit, Objektive zu wechseln, bieten eine Menge Vorteile. Objektive unterliegen der Physik. Sie können nie alles. Und wenn, dann eben nicht besonders gut. Spezialisten unter den Objektiven sind dann meist genial. Dafür aber eventuell groß, teuer, schwer oder eben sonst einschränkend. Es gibt Kameras mit einem fest verbauten Objektiv. Das sind aber meistens sehr universelle Objektive. Oder man betrachtet einfach mal wieder das Handy. Einer von vielen Nachteilen am iPhone ist ja schlichtweg die Tatsache, dass man immer das gleiche Objektiv verbaut hat und sich damit die Brennweite niemals ändert. Der Look der Bilder ist immer gleich. Der Sinn von Wechselobjektiven ist es aber, sich zu spezialisieren und auch der jeweiligen Situation perfekt anpassen zu können. Wie zum Beispiel mit einem Super-Teleobjektiv oder einem Ultraweitwinkel. Damit kann man fast schon um Ecken gucken. Oder aber auch das sogenannte Makroobjektiv. Mit dem kann man besonders nah an Dinge herangehen und selbst kleinste Details ganz groß machen. Oder eben ein Objektiv für besonders große Unschärfe im Hintergrund. Also zum Beispiel ein Objektiv, das besonders gut für Porträts ist. Zurück zur Brennweite. Die steht meist in einer Zahl in Millimeter auf dem Objektiv. Der Begriff der Brennweite ist selbst eigentlich ganz schön unangebracht. Brennweite sagt nämlich nichts darüber aus, wie ein Objektiv wirklich ist. Es ist sogar eher verwirrend. Die effektive Brennweite ist nämlich abhängig von der Größe des Sensors. Mal wieder Mathe. Algebra. Ein 25mm Objektiv an einem Sensor X kann den gleichen Bildwinkel und damit den gleichen Bildlook erzeugen wie ein 50mm Objektiv an einem anderen Sensor mit der doppelten Diagonale wie X. Beispiel dafür wären alle Handykameras der Welt. Dort sind zum Beispiel 2 bis 3 mm Objektive verbaut. Mit einem 2 mm Objektiv an einer großen Kamera würde ich de facto nach hinten gucken. Mit dem Sensor im Handy ergibt sich aber ein Äquivalent, das nennt sich die Umrechnung, von ca. 29 mm Brennweite auf Kleinbild gerechnet. Das Kleinbild-Äquivalent bedeutet, dass man die Brennweite übersetzt hat auf eine Brennweite, die an einem Kleinbildsensor eben natürlich wäre. Das Äquivalent
ist damit die Umrechnung einer Brennweite auf die jeweils respektive Brennweite, würde ich eben einen Kleinbildsensor nutzen. Verwirrend, nicht wahr? Entweder man rechnet also alle Brennweiten auf das Äquivalent um, oder man sollte eigentlich nur den Bildwinkel angeben. Bildwinkel, das ist der Bereich, der von der Kamera erfasst wird und ist auch automatisch immer ein Zusammenspiel aus Sensor und Objektiv. Obwohl die Angabe des Bildwinkels ideal wäre, um Objektive zu kategorisieren und einzuteilen, stehen überall irgendwelche Millimeterangaben drauf. Und damit müssen wir wohl leben. Daher finde ich es sehr sinnvoll zu reduzieren und Objektive in Kategorien einzuteilen. Da wären zum Beispiel die Ultraweitwinkel, die Weitwinkel, die Standardobjektive, die Teleobjektive und die Ultrateleobjektive. Diese blöde Umrechnung auf Millimeter können wir aber auch gleich mal mitmachen. 12 bis 15 mm, das wäre ein Ultraweitwinkel. 16 bis 24 mm, das wäre ein Standardweitwinkel. 24 bis 70 mm wäre ein Standardobjektiv. 70 bis 300 mm befindet sich im Telebereich. Und alles oberhalb der 300 mm, das wäre dann das Ultratele. Und jetzt kommt's. Die Angaben zum Beispiel bei Lumix-Objektiven müssen immer mal 2 genommen werden, um das Äquivalent auf Kleinbild zu bekommen. Eben, weil die Diagonale des Bildsensors die Hälfte vom Kleinbild ist. Das kann im Weitwinkel nachteilig sein, ist aber toll im Telebereich. Zum Beispiel, wenn es darum geht, richtig weit entfernte Motive aufzunehmen. Man kann mit möglichst kleinen Objektiven extrem hohe Brennweiten erreichen und damit selbst weit entfernte Motive formatfüllend aufnehmen. Erinnern wir uns nochmal kurz an die Sache mit der Belichtungszeit und dem Verwackeln zurück. Je höher die Brennweite ist, umso stärker wirken sich Bewegungen aus. Dafür brauchen wir bloß mal durch ein Teleobjektiv und durch ein Ultraweitwinkel schauen. Bewege ich mich etwas hin und her, dann schwenkt im Weitwinkel das Bild etwas von links nach rechts und zurück. Beim Tele erkenne ich kaum noch was. Beim Schwenken gar nichts mehr. Selbst kleinste Bewegungen erzeugen schon riesige Änderungen im Motiv. Daher brauche ich, um ein Bild ohne Verwacklung aufzunehmen, für größere Brennweiten also kürzere Verschlusszeiten als bei einem Weitwinkelobjektiv. Jeder Verwackler wird viel weniger ins Bild aufgenommen, je weiter mein Objektiv ist. Spricht man über Brennweite, muss man unweigerlich auch über Bildstabilisatoren sprechen. Denn Bildstabilisatoren können übrigens einen entscheidenden Unterschied gerade in Grenzsituationen machen. Stabilisatoren gleichen Bewegungen der Kamera im Objektiv oder im Sensor durch eine Art Gegenbewegung aus. Ja, richtig gehört. Es gibt Stabilisatoren in der Kamera und es gibt Stabilisatoren im Objektiv. Zittere ich als Fotograf, dann zittert mein Sensor oder eben mein Objektiv genau umgekehrt mit. So lassen sich auch längere Verschlusszeiten aus der Hand halten. Wir können uns einfach mal ein Sucherbild angucken. Einmal ohne Stabilisierung im Telebereich und dann eben mit Stabilisierung. Diesen frappierenden Unterschied merken wir, wenn der Stabi aktiviert wird und sich förmlich ins Bild festbeißt. Mit modernen Bildstabilisatoren lassen sich einige Fotos, die früher nur mit Stativ möglich waren, heute aus freier Hand fotografieren. Viel weniger Aufwand bei identischem Bildergebnis. Einen wichtigen Tipp gibt's aber obendrauf: Den Bildstabilisator sollte man ausschalten, sobald man eine Langzeitbelichtung von einem Stativ oder von einem Bohnensack macht. Nach diesem kurzen Ausflug zum Thema Bildstabilisatoren zurück zum Thema Brennweiten. Das Allerwichtigste an den verschiedenen Brennweiten ist der jeweilige Effekt für das Foto. Und damit spreche ich von der Bildwirkung. Viele Fotografen nutzen Brennweite als eine Art Resultat. Möchte man das Motiv größer im Bild haben? Klar, mehr Brennweite. Ist das Motiv zu weit weg? Klar, mehr Brennweite. Will man mehr drauf bekommen? Weniger Brennweite. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Brennweiten haben nämlich Bildwirkungen. Und Bildwirkungen, das sind die Dinge, mit denen wir Fotografen gerne arbeiten. Weitwinkel erzeugt zum Beispiel das Gefühl,
Der Betrachter sei mittendrin und voll dabei, während Teleobjektive eine Art Distanz für den Betrachter aufbauen. Möchte ich zum Beispiel zeigen, wie ich selbst in der Steinwüste einsam herumstand und um mich herum nichts, aber auch gar nichts war, dann kann ich nicht ein Normal- oder Teleobjektiv nutzen. Dann brauche ich ein Ultraweitwinkel. Das Ultraweitwinkel vermittelt den Eindruck, wirklich dort vor Ort zu sein. Das Problem mit den Brennweiten und deren Bildwirkung ist übrigens das häufigste Problem bei vielen Erinnerungsfotos. Sie zeigen etwas nur aus der Ferne und dadurch entsteht gar nicht der erste und echte Eindruck, mittendrin und voll dabei zu sein. Wie verrückt die Wirkung von Brennweite ist, zeigen verschiedene Beispiele. Zum Beispiel aus der Kategorie First Person. Damit ist die Ich-Perspektive gemeint. Wer sich jetzt fragt, ob nicht jedes Foto diese Ich-Perspektive zeigt, nö. Ein bodennahes Foto vermittelt zwar eine besondere Perspektive, aber eben nicht den Eindruck, es selbst erlebt zu haben. Es sei denn, ich wäre ein Hund. Ein Ultraweitwinkel hinterm Steuer zeigt hingegen viel besser, wie es gehen kann. Beeindruckend dieser Effekt, als Zuschauer so integriert zu sein, oder? Ultraweitwinkel haben einen Aufzieheffekt am Rand. Daher sollten diese Objektive gerne bodennah oder wandnah eingesetzt werden. Motive im Vordergrund erzeugen dabei einen Näheeffekt. Telebrennweiten lassen den Betrachter förmlich als Zuschauer zurück, zum Beispiel beim Surfen. Dort hat man bei einer Teleaufnahme auch wirklich das Gefühl, nur der unsportliche Betrachter am Strand zu sein. Vielleicht wäre dort der Weitwinkelshot aus der Welle heraus beeindruckender. Vielleicht aber auch sehr viel nasser. Etwas weniger spektakulär, aber dafür deutlich weniger gefährlich ist es zum Beispiel, die eigenen Körperteile zu integrieren. Wir denken dabei nur an unsere First-Person-Autofahrt zurück. Oder seien es auch nur die Füße oder Hände. Beide Fotos zeigen verbunden mit dem Weitwinkel eine unfassbare Nähe für den Bildbetrachter. Eine weitere Sache, die man an einer Kamera unabhängig von der Belichtung einstellen kann und auch sollte, ist der Weißabgleich. Oft wird diese Einstellung auch mit WB aus dem Englischen für White Balance abgekürzt. Aber was macht dieser Weißabgleich eigentlich genau? Kurz, formal und korrekt gesagt, teilt man damit der Kamera mit, wie die Farben im Bild auch wirklich korrekt wiedergegeben werden können. Das macht man üblicherweise an einem Weiß fest und daher das Wort Weißabgleich. Warum man das überhaupt braucht, hat etwas mit dem Farbsystem zu tun. Die Farben des Regenbogens bilden das sichtbare Spektrum des Lichts. Wasser in der Luft bricht das Licht und so bildet sich zum Beispiel ein Regenbogen. Ohne diese Brechung sind aber alle Farben vereint in unserem sichtbaren Lichtspektrum. Trifft solches neutrales Tageslicht auf zum Beispiel roten Stoff, dann werden Wellenlängen geschluckt. Das Rot erscheint nur deswegen rot, weil die sogenannte Komplementärfarbe nicht zurückreflektiert wird. Bei Farbfolien sieht man diesen Effekt sehr deutlich. Grün erscheint grün, weil Magenta herausgefiltert wirkt. Packt man jetzt Grün und Magenta als Farbfolie zusammen, so bleibt gar nichts mehr übrig. Die Stelle, wo die beiden Farbfolien sich überlappen, wird folglich schwarz. Schauen wir uns doch einfach mal einen schwarzen Stoff an. Der ist nur deswegen schwarz, weil fast alles sichtbare Licht gleichmäßig geschluckt wird. Gerade deswegen ist Schwarz ja auch so dunkel. Es bleibt eben nichts über. Nachdem wir jetzt erfahren haben, wie sich Farbe überhaupt herausbildet, schauen wir uns jetzt auch einfach unsere Lichtquellen genauer an. Es gibt nämlich unterschiedliche Lichtquellen und diese unterschiedlichen Lichtquellen emittieren unterschiedliches Licht.
Zum Beispiel einen Sonnenuntergang färbt die Sonne rötlich. Aber eigentlich ist es ja gar kein Rot, sondern eigentlich müsste man ja sagen, es ist minusblau. Schon wieder haben wir einen Punkt gefunden, an dem wir Fotografen und Fotografinnen der Kamera deutlich überlegen sind. Denn eine Kamera weiß eben gerade nicht, ob eine rote Fläche fotografiert wird oder ob das Licht darauf rot ist. Die Kamera sieht ganz einfach nur ganz viel Rot. Und im schlimmsten Falle versucht die Kamera, das Rot wegzumachen und erzeugt ein ziemlich furchtbar grün-blaues Bild, eben mit dem Weißabgleich. Zusätzlich stoßen wir noch auf das gleiche Problem wie mit der Belichtung. Wir erinnern uns, richtig, falsch, über, unterbelichtet. Was genau ist denn ein korrekter Weißabgleich? Während Fotografen, die Bilder für Kataloge und Werbung machen, wirklich penibel darauf achten müssen, die Farben in ihren Bildern wirklich korrekt, also so, wie sie in Wirklichkeit aussehen, wiederzugeben, müssen wir uns hier zum Glück nicht einschränken und können den Weißabgleich vor allem dafür nutzen, unseren Bildern eine gewisse Stimmung zu verleihen. Ein Fotograf muss nicht immer richtig wählen, man kann auch einfach nur schön machen. Weißabgleich ist Stimmung. Wärme ist Sympathie und Freude, Kälte vielleicht etwas Abneigung und Unsicherheit. Nachdem wir jetzt wissen, was der Weißabgleich ist, bleibt die Frage, warum WB in Grad Kelvin gemessen wird. Der Grund, warum das so ist, ist komplizierte und für uns unnötige Physik, bei der irgendwelche schwarzen Körper und Plancksche Strahler in irgendwelchem Spektrum eine gewisse Temperatur haben. Unwichtig. Wichtig für uns, eine niedrige Temperatur ist warm, eine hohe Temperatur ist kalt. Ja, absolut verwirrend. Denn mit kalt ist eben nicht die eigentliche Temperatur gemeint, sondern die Farbwirkung. Anders formuliert, je heißer etwas brennt, umso bläulicher ist das ausgestrahlte Licht. Den gesamten Effekt kann man übrigens an einer Kerze gut erkennen. Die äußeren Ränder sind kälter und brennen gelbrot ab, während die heißeren Bereiche der Flamme gar nicht mehr so farbig sind. Daher kommt auch der Begriff warmes Licht. Es entspricht einer sehr warmen Farbe, obwohl es eigentlich sehr kühl abbrennt und damit ein eher wohl orange-rot-gelbes, wohliges Licht erzeugt. Kaltes Licht wäre eben eher kühlbläulich, obwohl es eigentlich viel heißer abbrennt. Fotografie ist schon verwirrend. Aber aufgepasst, es wird noch verwirrender. Das wirklich Verwirrendste kommt mit dem Weißabgleich in der Kamera. Der funktioniert nämlich wieder genau andersherum. Ein warmes Licht bekommt man mit einem kalten Weißabgleich neutral und umgekehrt. Fährt man den Weißabgleich in der Kamera zum Beispiel auf 2000 Grad Kelvin, dann färbt sich das Foto blau, obwohl 2000 Grad Kelvin eigentlich warm sind. Aber die Kamera möchte ja die Wärme beseitigen und nutzt daher die Gegenfarbe. Gut erkennen kann man das, wenn man sich das gleiche Bild mit zwei verschiedenen Weißabgleichen anschaut, einem sehr kühlen und einem sehr warmen. Während das eine tatsächlich kühl und abstrakt distanziert wird, sieht das andere eher nach einem schönen Sommertag aus. Ein Sonnenuntergang kann auch noch in der Wirkung verstärkt werden, indem der Weißabgleich zusätzlich noch weiter ins Warme gesetzt wird. Wärmer, als es vielleicht eigentlich wirklich ist. Im Extrem kann man sogar eine Art Nachtstimmung simulieren. Dafür nehmen wir ein ganz normales Tageslichtfoto und drehen den Weißabgleich ins Blaue. Dazu noch etwas Helligkeit nach unten und etwas mehr Kontrast und fertig ist das Nicht-Nacht-Nacht-Foto. Und genau hier sind wir am Kern der Sache. Wir können den Weißabgleich dazu nutzen, Emotionen zu generieren und zu verstärken. Nicht unbedingt nur, um ein weißes Blatt Papier weiß darzustellen. Es sollte aber niemals so sein, dass man den Weißabgleich hinterher entscheidet. Denn die Entscheidung sollte bei der Aufnahme fallen und hinterher maximal verfeinert werden. Genau wie bei der Belichtung entstand über die Jahre hinweg der Eindruck unter vielen Fotografen und in vielen Lehrbüchern, es gäbe einen richtigen und einen sonst nur falschen Weißabgleich. Das ist Blödsinn. Farbe ist wirklich der größte Transporteur von Emotionen, den wir Fotografen haben. Weiß-weiß werden zu lassen, mag in der Produktfotografie für einen Katalog sinnvoll sein, aber wenn mit Emotionen und Fantasie gespielt werden soll, dann ist richtig, was den Zweck erfüllt.
In den meisten Kameras gibt es Voreinstellungen zum Weißabgleich, sogenannte White Balance Presets. Das sind für bestimmte Lichtsituationen vordefinierte Vorgaben. Zum Beispiel Sonnenlicht, Schatten, Kunstlicht, Neonlicht. Viele Faktoren beeinflussen die tatsächliche Farbtemperatur des Lichtes. Die Presets können eine Hilfe sein. Letzten Endes sollte man den Weißabgleich aber so wählen, dass einem das fertige Foto direkt gefällt. Das ist die einzig korrekte Arbeitsweise. Daher auch bitte den automatischen Weißabgleich, bei dem die Kamera selber versucht zu erraten, wie das Bild richtig und realitätsnah aussieht, getrost vergessen. Die Kamera kann in der Farbtemperatur gezielt gesteuert werden und das Bild kann über den gesamten Bereich verändert werden, aus dem bläulichen bis hin ins Warme. Kameras mit einer Simulation des Weißabgleiches im Sucherbild oder auch im Live-View sollten eingesetzt werden, um wirklich Stimmung vor Ort festzulegen. Als Fotograf sollte man auch mal genau darauf achten, wie sich das Licht über den Tag verändern kann. Auch Sonnenaufgang ist nicht Sonnenuntergang. Durch die oftmals kalte Nacht wurde die Luft gereinigt, andere Farbstrahlen kommen durch die Atmosphäre und das Licht erscheint auch anders. So ist der Sonnenuntergang oftmals viel bläulicher, während der Morgen deutlich ins Lila geht. Das gleiche Motiv kann an unterschiedlichen Zeiten am Tag komplett verschieden wirken. An dieser Stelle kommt mal wieder die spiegellose Systemkamera zum Glänzen. Durch die Simulation der Belichtung kann der Weißabgleich kreativ eingesetzt werden. Man braucht gar nicht so viel Detailwissen, sondern man betrachtet während der Einstellung einfach das Bild im Display. Zudem kann der Weißabgleich auch noch in der genauen Farbe feinjustiert werden. Und das erlaubt dann wirklich grandiose Aufnahmen bereits beim Fotografieren. Jede Änderung wird direkt sichtbar gemacht und ist vor dem Auslösen auf dem Kameradisplay erkennbar. Damit hätten wir das technische Fundament für tolle Fotografie gesetzt. Ab sofort folgt nur noch die Anwendung in der Praxis. Und immer daran denken, Fotografie ist mehr als nur Technik, mehr als nur Tabellen, mehr als nur Physik. Fotografie ist ein Anspruch, eine kreative Schaffensphase und das gezielte Erleben. Mit der Fotografie kann man Momente intensiver wahrnehmen und sein Umfeld mit anderen Augen sehen. Und die entstandenen Bilder können mit anderen geteilt werden. Fotografie kann helfen, Schönheiten in kleinsten Details zu erkennen und vielleicht auch nur ganz gewöhnliche Dinge anders wertschätzen zu lernen. Und für uns ist es der Motor, sich in aller Früh aus dem Bett zu quälen und irgendwo hinzudüsen, nur um einen wunderschönen Sonnenaufgang einsam und alleine am Strand erleben zu dürfen. Das war's leider schon mit unserem Crashkurs Fotografie. In diesen vorhergezeigten 90 Minuten steckten über 5 Monate Arbeit. Jetzt nicht nur alleine von mir, sondern hauptsächlich auch von Matthias. Also, wir haben super viel Arbeit gehabt, wir haben super viel Arbeit reingesteckt. Es waren tolle Produktionen, es waren aufwendige und teilweise auch nervenraubende Minuten, Stunden vor dem Rechner. Die Projekte sind unzählige Male auch abgestürzt und wurden dann erst wieder nach Stunden von unserem Computer geladen. Aber wer jetzt wirklich was gelernt hat, wer mit diesem verfilmten Fotografie-Lehrbuch wirklich weit gekommen ist in seiner Fotografie, der darf sich gerne bedanken. Es müssen nicht immer nur Käufe bei uns im Store sein, gerne, aber muss nicht. Es kann auch einfach mal eine Empfehlung sein. Und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie einmal auf Like drücken oder einmal irgendwie kurz das in seiner Timeline posten. Ich meine ehrlich gemeintes Feedback. Vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder andere ja auch Bekanntschaft, die auch fotografiesüchtig werden sollen. Und dort
ist ein ernst gemeintes Wort, Mundpropaganda, eben auch gern gesehen. Vielleicht kann der eine oder die andere ja auch gerne mal diesen Crashkurs Fotografie in die persönliche Timeline posten, das Ganze den Kollegen, den Freunden da draußen vorschlagen und damit wäre uns schon wirklich großartig geholfen, denn damit hätte sich die ganze Arbeit doch deutlich mehr rentiert von uns, wenn wir da draußen möglichst viele mit dem Fotografievirus anstecken dürfen.